Die Machfelder Metropole Gensandorf schafft immer wieder neuen Wohnraum. Auf diesem Areal entstehen in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und der Wohnbaugenossenschaft Alpenland 8 Wohneinheiten für junge Menschen. Heute ist einmal das junge Wohnen dran. Also wir haben hier in Gensandorf viel für Familienwohnungen und für betreute Wohnungen investiert und gebaut. Und das Land hat eine besondere Förderung eingesetzt für junges Wohnen, für also junge Haushalte, die eine einigermaßen leistbare Wohnung suchen, eine kleinere Wohnung. Und das wird hier einmal realisiert mit 8 Wohneinheiten. Und freut uns, dass wir in der Gemeinde, die ein bisschen schaut, dass sie nicht zu schnell wächst, dass wir trotzdem hier ins Bauen gekommen sind. Und dank da vor allem der Förderung des Landes, dass wir überhaupt so besondere Angebote wie junges Wohnen machen können. Und das Zweite ist natürlich auch, dass die Gemeinde mitmacht, bei allen Überlegen, das Bauen zu bremsen, dass wir dieses Vorhaben realisieren können. Das ist ja die gute Botschaft, dass es 2018 so weitergeht, wie es 2017 der Fall war. Wir haben derzeit wirklich einen Bauboom. Wir bauen pro Jahr, und darauf sind wir stolz, gerade im gemeinnützigen Wohnbau, an die 7.000 neue Wohnungen, renovieren ca. 13.000 Wohnungen, das heißt 20.000 Wohneinheiten, die wieder für junge Menschen, für Familien in Niederösterreich alljährlich zur Verfügung gestellt werden. Und das eben zielgerichtet für alle Altersgruppen. Hier in Gensandorf heute 8 Wohneinheiten für junges Wohnen, das heißt für Menschen unter 35, maximal 4.000 Euro Eigenfinanzierungsanteil, das heißt wirklich auf junge Menschen abgestimmt, etwas Leistbares, wo sie ihren Start haben, die eigenen 4 Wände. Und das in Gensandorf, der stärkst wachsenden Stadt Niederösterreichs. Wir sind ja einer jener Städte, die sehr rasch gewachsen sind in den letzten Jahren. Darum haben wir vor allem auf eines gesetzt, nämlich auf qualitätsvolles Wohnen und auf Wohnen, was wir hier in Gensandorf ganz spezifisch auch brauchen. Und im konkreten Fall war das junge Wohnen schon seit jeher ein großer Wunsch unserer jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen Lückenschluss hier in einem freien Baufeld im verbauten Gebiet auch jetzt endlich bebauen können. 8 Wohneinheiten, junges Wohnen, das ist genau das, was wir hier in Gensandorf auch propagieren wollen. Lückenschlüsse, Zentrum forcieren und entsprechend auch verdichten, und das junge Wohnen passt hier wunderbar ins Konzept hinein.